Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementende und wir spielen gemeinsam Age of Wonders 3. In der letzten Folge haben wir angefangen, uns eindringen über Schmergloom. Achso, ja. Ja, ja. Komm, hau weg. Da könnt ihr, kann ich mich im Folgenbeginn reinquatschen mit den Jungs. Wir haben uns in der letzten Folge weiter darüber aufgeregt, dass es jetzt ein dämliches Level Cap auf meinen Helden gibt, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, mich jetzt umzuschauen, weil who cares? Und ja, darüber haben wir uns ganz lange ausgiebig aufgeregt. Und ich frage mich jetzt auch, wenn ich gleich die Mission oder gleich, wenn ich die Mission irgendwann gewonnen habe, ob ich dann ob meine Helden dann die leveln bis zur nächsten Stufe oder automatisch neue Level kriegen. Das wäre ja auch witzig. Sie haben ja ihre Skillpunkte jetzt schon. Und wenn sie dann die Skillpunkte resettet kriegen, haben sie dann jetzt weniger als vorher. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen seltsam. Naja, man weiß es nicht. Hau mal rein, Sundrin. Hui, kapuff. Peng. Und nochmal Peng. Und nochmal Peng. So. Und so. Hui. Na, was macht ihr? Geht ihr zu den Priestern und haut sie? Oder so bin ich nett. Ach nee, geht zu Sundrin und haut sie? Das ist auch nicht nett. Und dann spürt dieses Schwert. Ach, da stehen noch welche? Naja, es hat. Dann nehmt diesen Todesblitz. Alter, hat er gerade 15 und 26 Schaden gemacht? Ach du Scheiße. Okay. Keine Angreifer mehr bei Schmergloom. Ach so, nee, du warst hier oben, um diese Schatzkiste aufzumachen. In der sich nichts weiter befindet außer 139 Gold. Hier oben gibt es einen hübschen See, das ist ja schön. Gehen wir da irgendwo wieder hin. Und ihr könnt auch mal hier so wieder herkommen, das ist vielleicht eine gute Idee. Das lassen wir Groschak mal einsammeln, vielleicht ist ja was Nettes für ihn dabei. Ach, hier könnt ihr noch nicht durch. Ja, dann nehmen wir mal unsere Halt. Aufräumforce wollte ich sagen. Und räumen hier noch ein bisschen auf. So, Bauforce on the way. Armee kann eine Runde warten. Hab ich schon. Bitteschön. Und du musst hier ein bisschen weiter aufräumen. Also, wie ihr das dem Reskan bieten könnt, hier unten mit eurem nicht aufgeräumten Tunnelbau, ne? Das ist also, ist mir ja ein Rätsel, wie ihr so schlampig hier in der Unterwelt vor euch hin vegetieren könnt. Hier muss auch noch was hin demnächst. Dafür müssen wir erst den Rock auch weghauen oder was das da ist. Diese Aasvögel da. Passt schon. Wir wollen Castle Grayskull einnehmen. Los, hol uns Castle Grayskull. Fahr schneller. Ihr macht irgendwas. Keine Ahnung. Ist mir auch egal eigentlich. Ja, habe ich. Nächste Runde. Ja. Was? Irgendwer greift mich an. Was soll denn der Schmu? Wir sind doch nicht in Schmu. Da greift mich irgendwelche unabhängigen Truppen greifen mich an. Was soll das denn? Ach, das sind die Unabhängigen, die von Urlaub über sind, ne? Die ich auch irgendwann mal beschäftigen wollte, aber die sich nicht beschäftigen lassen wollten. Weil Schnager wieder angeschissen kam. So, ich habe gerade ein bisschen meine Beine anders orientiert. Denn ich weiß noch, wurde meine Sitzposition unbequem. So, wir verteidigen hier so ein bisschen unser Tor. Haben hier so einen Ork-Priester und so Ork-Klingen-Bogenschützen. Da sollen die anderen erstmal reinrennen, ne? Würde ich jetzt so sagen. Zug beenden. Kommt mal ran, Jungs. Wir haben ein paar Nahkämpfer und eine ordentliche Menge Fernkämpfer, die vor allen Dingen von den Mauern aus recht gut sind. Da soll er mal seine Jungs hinschicken. Wie auch immer, die so ein untotes Monster dahin kriegen. Ist mir auch ein Rätsel irgendwie, aber okay. Wie viel Reichweite habt ihr denn? Da habt ihr gerade nicht genug, gerade nicht genug. Gerade genug und gerade genug. Okay. Was ist denn das? Ein Achonia Titan. Er hat 100 Leben. Gut. Dann schießt mal erstmal hier hin. Dann kommt ihr Jungs mal dahin. Ich weiß, das kostet euch furchtbar viele Bewegungspunkte.
Ach so, und ihr dürft sowieso nicht schießen. Toll. Und ihr? Kommt da nochmal rüber. Jetzt klicken wir nochmal hier so Zaubern an. Wir haben so dermaßen viel Mana, wir können echt Zauber raushauen ohne Ende. Und wir haben ja auch ein paar Zauber, ne? Zwinger des Unnatürlichen klingt jetzt gegen diese ganzen Achronia-Dinger da ganz gut. Das sind ja Beschworene oder magische Einheiten, glaube ich, ne? Ich guck mal ganz kurz die Achronia an. Die sehen für mich alle irgendwie untot oder beschworen aus. Moment, war es denn wirklich untot oder beschworen? Denn untot sind die garantiert. Ja, okay, machen wir das erstmal. Hätte ich natürlich vor der letzten Runde machen sollen, als die Klingenbogenschützen geschossen haben, aber egal. Hocken. Können die Priester jetzt den Schaden machen? Ja, jetzt können sie denen nämlich Lichtschaden machen. Haha. Okay. Okay. Und dann könnt ihr doch denen auch nochmal Damage machen, ne? Ja. So. Ja, der darf leider nicht, der muss warten. So. Das war eine ganz gute Wahl, glaube ich. Hat mein Fernkampf-Output doch nochmal ein bisschen verbessert. Untotenheilung? What the fuck? Wie viel damit macht ihr den? 3. Das wird jetzt wahrscheinlich. Genau, habe ich mir gedacht. Unschön. Die werden jetzt irgendwie da hochlaufen, wenn wir da drin sind. Gut, gucken wir mal. Erstmal die Klingenbogenschützen. Nee, anders. Die Ork-Priester, die sowieso ein bisschen weniger Damage machen, wahrscheinlich. Dahin. Die Klingenbogenschützen darauf. Und dann gucken wir mal. Dann schenkt den mal ein. Sehr gut. Schenkt den mal ein, sagte ich. Was macht ihr so? Auch nicht so viel, ne? Es könnte länger dauern. Habe ich Bock auf so eine Bestienherde? Ja, komm. Ja, ja. Da ist jetzt natürlich gerade nicht so geil, aber okay. Nehmen wir jetzt die beiden Klingenbogenschützen oder lassen wir die? Nee, mach mal da hinten. Dass die ein bisschen angeschlagener hier ankommen. Projektilresistenz scheinen die alle zu haben, aber hier musst du noch mithelfen, sonst kriegen wir den nie tot. Naja. So kriegen wir den auch nicht tot. Aber egal. Schauen wir mal. Jetzt kommen die uns ran. Ach, heilen den. Ja, dann ist ja alles klar. Ist ja gar kein Problem. Können die mal aufhören, auf meine Jungs zu schießen? Also kannst du mal aufhören, hier meine Mauer kaputt zu machen? Könnt ihr mal überhaupt alle irgendwie mit allem aufhören? Das wäre geil. Und könnt ihr mal aufhören, Minde in meinem Territorium zu spawnen, sondern da, wo ich mich gerne hätte? Na gut. Käfer. Die könnt ihr doch da jetzt richtig wegboxen, ne? Ja, macht mal. Käfer sind gut. So. Einfache Sache. Die Wölfe können mal kurz rauskommen. Die sind Expendable Troops. Wie viel Damage machen wir denen denn? Genau, ja, macht mal. Bevor ihr das Untotenheilung alle wieder kriegt, das hat wahrscheinlich auch nur einen Cooldown, so wie unsere Heilung auch, geben wir euch erstmal. Deswegen haben wir aber ein Problem mit dem komischen, Konstrukt hier. Das will nämlich weiter unsere, gut, da haben wir egal, wo wir hinschießen, sich Behinderung, aber egal, der macht trotzdem mal da. Muss ja irgendwie auch weitergehen. So. Wildnis war kann da hinten defenden. Der Defenden, der Riesenpinguin auch. Die brauchen wir noch nicht. Später. Später, Peter. Das ist schön. Dann hat er nämlich nicht weiter auf die Türen ein. Ja, habt sie komplett umgebracht. Das ist tragisch. Aber, ja. Mehr Wölfe. Wie viel Damage macht ihr den? 5 bis 7 und dem macht er 5 bis 7. Ist völlig egal, wer hinschießt. Ihr macht den. Weiß ich nicht, ob das reicht. Macht mal, ich guck mal rein. Reicht nicht, ne? Nö, aber reicht, damit nur einer von den anderen auf die schießen muss, ne? Ja. Sehr schön. Und dann den hier. Jawohl. Und dann den hier. Ne? Und dann hat er noch 39 Leben, der Gute.
Und dann machen wir mal Rundenende. Dann geht er wieder auf die Wand einhauen. Alles klar. Die hat er jetzt kaputt. Nutzt ihm nichts. Jetzt haben wir genug Schaden, glaube ich, um ihn umzuhauen. Ne? Machen wir mal den hier. Okay, vielleicht haben wir auch nicht genug Schaden. Der hat einfach so viel Leben. Sehr schön. Level. Dürfen alle noch mal ran. Okay, vielleicht dürfen wir alle noch mal ran. Jo, reicht. Alles klar. Okay, schöner Kampf. Danke. So, Schnauze jetzt. Geht's mir nicht auf den Wecker. Den da und den da bitte wegmachen. Steinräum-Services on the way. Da noch hin. Und da noch hin. Kannst du da noch wieder ein Feld zurück? Nee, kannst du nicht. Na gut. Du hast noch ein bisschen Movement. Geh da unten mal sauber machen. Es kann ja nicht angehen, dass ihr hier euren Chef vorbeikommen lasst und dann da so ein Mist hier noch rumliegt. Das ist ja eine Frechheit, ist das ja. Das hätte ich wahrscheinlich am Anfang mitnehmen sollen. Das wäre wahrscheinlich auch hilfreich gewesen, aber man kann ja nicht immer alles haben, ne? Ich glaube, du, mein Gutester, wirst hier unten gar nicht mehr so gebraucht. Du kannst schon mal hierhin zurückkehren. Kehren. Obwohl, kehre mal hierhin zurück. Wir kehren alle da wieder raus. Und Roschak, du gehst mal da oben das Ding einsammeln, was auch immer da drin ist. Ne? Roschak allein hat auch noch viel mehr Movement. Das kann er alleine machen. Da ist ja nichts Gefährliches. Ja. Was ist das? Pendel der Restauration. 40% Geistschutz und Kontrolle durchbrechen. Alles klar. Ja, nimm mal. Nimm mal ruhig an dich. Mein Guter. Nimm mal ruhig an dich. Okay. Armeebewegung bestätigen. Dann ist der Käfer hier unten. Der hat jetzt hier seine Highway fertig gemacht. Dahin gehen. Dahin gehen. Und da nochmal so ein bisschen hingehen. Hier, ihr habt nicht mehr, ne? Ne, habt ihr nicht, genau. Du sollst Castle Grayskull holen. Rumpel die Pumpel die Pumpel. Da ist er verschwunden. Alter, kann ich nicht irgendwie eine Taste drücken für alle Armeebewegungen bestätigen? Das wäre echt nett. Aber nee, ist nicht. Hospital, Magierfest, benötigt Befehle. Was, wie, wo, wieso Armee? Ach. Du benötigst Befehle, der Rest ist mir doch Rumpel. Du sollst zu Castle Grayskull gehen. Danke. Ja. Ja. Hui, Ponys. Und du bitte wieder zurück zu deinen Jungs, dass du nicht alleine irgendwo erwischt wirst. Das wäre schade. Außerdem gingen dann deine ganzen guten Magier-Skills, also deine Armee-Leitungs-Skills, wären dann umsonst. Und das wäre ja auch nicht schön. Den da und den da und den da und den da und den da. Den da. Wir machen Autobahn. So. Und ich denke, du kannst schon wieder zur Stadtverteidigung zurück. Die anderen beiden reichen mir. Wir müssen es ja auch nicht übertreiben, ne? Nachher wird Schmerglum noch Ziel irgendwelcher unsinnigen Aktionen da unten und das wollen wir ja auch nicht. Das kommt uns nicht in die Tüte. Jo, Armeebewegung bestätigen wir. Machen wir. Und den beenden wir unseren Zug. So, so machen wir. Ja, ja, hier stehen bleiben. Ja, stehen bleiben. Jawohl, bewegen. Jawohl. Jawohl. Nein, ich mache das nicht automatisch. Weil ich irgendwie immer noch Angst habe, dass der in der Automatik irgendwie noch Truppen verliert gegen so einen Kampf, wo tatsächlich der Gegner Einheiten hat und nachher heißt es dann, ja, in der Automatik, da stirbt dann dein komischer Schamane. War ja nur Goldlevel. Was bist du denn für ein Pony, dass du so alleine hier rumreitest? Können wir dich erobern? Also wenn wir dich umbringen, kriegen wir dich dann? Können wir meine Elfenfrau auf dich draufsetzen? Das finde ich gut. Na bums. Und, ach, da ist schon gar nichts mehr über. Hm. Na dann, mach mal so einen drin. Pieks. 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 Wir machen das Ganze jetzt nur noch vor allen Dingen für die Magic Items, ne? Und dafür, dass ihr auch seht, was wo auf der Map verteilt ist. Sonst wäre das Ganze ja
ein bisschen schade drum. Aber ich ärgere mich jetzt halt, dass ich doch, also, ja, ich hab's schon auch. Ich sag nix mehr. Ente Schnauze. Will keiner hören, dein Gemecker. Blöde Level Limits. Ja, so ist es. So ist es jetzt nun mal, müsst ihr mitleben. So, Zug beenden. Die paar Kobolde, Goblin-Dinger da. Was wollt ihr? Wollt ihr Reske hauen? Ah ja, da habe ich jetzt aber Schiss vor. Hier, da, nimm mal das große Schwert und mach mal hier Peng. Danke. Wie sie mit einem Schwertstreich da 30 Leute erstochen hat, ist mir ein Rätsel. Wenn sie die denn wenigstens erschlagen würde. Nein, sie ersticht die ja auch. Was gibt's hier? Ja, ja, bla bla. Die verteidigen irgendwas. Das will ich haben. Alles meins. Ja, Wölfe, Wölfe, also Eiswölfe, Feuerwölfe und Kobolde. War noch Kobolde, ne? Ja, kommt ran. Kommt ran, im Doppelpack gibt's was umsonst. Nämlich Prügel. Das gibt's hier umsonst bei mir. Kobolde waren's. Das darf der Chef hier erledigen. Das klappt schon. Herr Bums. Bei dem Hieb hingegen kann ich einsehen, dass das geklappt hat, was er da gemacht hat. Ne? Das will mir einleuchten. Kannst du das nicht auch von hier machen? Dann wird ein fairer Flankenangriff, meine ich. Probieren wir einfach. Gucken wir mal, auf, was passiert, wenn ich das mit Hand da mache. Nö, ist scheinbar kein Flankenangriff. Na gut. So. Ne, ihr wisst ja, Enter und die Maustasten. Okay, mach mal. Peng. Und Peng. Ein Peng. Oh, es hat echt 3 Pengs gebraucht. Ich dachte, 2 Pengs hätten gereicht. Na gut, dann so. So und so. Und dann hier nochmal. Oh, das reicht wahrscheinlich nicht mehr, ne? Nein, shocking. Der eine Ödniswag dort wird noch irgendwas tun, nämlich... Ah, meine Heldin in den Rücken fallen. Oh, waren noch 2 Kobold über. So und drin? Zeige dem jungen Herrn, wo sein Platz ist. Mit einem gelangweilten Hieb. Sundrin setzt gelangweilter Hieb ein. Wir haben einen Höllenhund gefunden. Den brauchen wir echt nicht. Weil wir haben schon mehr Reittiere, als wir Leute haben. Das ist halt so. So, jetzt bestätigen wir wieder ganz viele Armeebewegungen. Ist total spannend. Ne? Aber der Ausbau unserer Unterwelt-Autobahn, der muss ja auch weitergehen. Sowas darf nicht durch irgendwelche langweiligen Sachen gestoppt werden. So, und dann kannst du schon wieder nach Schamertglum. Ich glaube, da gibt es da nichts mehr zu tun. Und du. Oh ja, du wirst hier diesen ganzen Weg nochmal freiräumen, bitte. Rumpel. Alles klar. Armeebewegung bestätigen. Ja, du musst Castle Grayskull einnehmen. Los, hallo, was hältst du da an? Hast du so wenig Bewegungspunkte? Das ist ja erschreckend. Erschreckend. Ja, ja, reitet mal irgendwo hin. Ihr werdet schon was Wichtiges zu tun haben. Wird schon passen. Jo, danke. Bereit zum Zaubern die Hetzjagd. Jo, mach mal. Okay, epic. Bisschen seltsam, aber epic. Augen der Natur. Das ist eine Weltverzauberung, wird gemacht. Alles, was Weltverzauberung ist, wird jetzt gemacht. Was, wer bist du? Keine Ahnung. Hauen wir weg. Da liegt was ich haben will. Was auch immer das ist, ich will es haben. Witzig, wir standen im Wasser, als wir die angegriffen haben, aber... scheinbar ja nicht. Was seid ihr? Nymphen. Mhm. Und irgendwelche Eber. Power-Eber und so, ne? Nicht irgendwelche Eber, sondern Hauer-Eber. So. Okay, ganz viel bewegt. Mach mal hier. Schön, mit Glück. Schön. So gehört sich dit. So, hier, gib. Schenk ein. Wenn du immer 16 machst, fallen so um. Noob. Noob.
Dann müssen die Jungs das ja machen. So. Hätten wir darüber auch mal gesprochen. Nimm mal den. Schön, mach mal. Sieht überzeugend aus so von den Zahlen. War eine hohe Zahl, hat gereicht. Alles gut. Wie machst du den? 5 bis 8. Oh, Abzug für Entfernung. Hallo? Das reicht nicht. Na gut, dann müssen die Jungs vorarbeiten. Und jetzt nochmal Blitz, Blitz. Sitz, mein Blitz. Ärgere mich natürlich auch, dass das so viel verschenkte Erfahrung ist, dass er die nicht wenigstens fürs nächste Level mitnimmt. So, war siegreich. Sehr schön. Und was in diesem tollen Sack liegt, das, liebe Leute, erfahren wir in der nächsten Folge. Denn ich bin die Zementente, bedanke mich recht herzlich für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Thumbs up, Abos, alles, ich nehme alles. Und ansonsten freue ich mich aber auch, sonst euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.